Hallo. Also rückwärts bohren geht hier nicht. Rückwärts bohren geht hier nicht. Ist euch das wichtig? Mann, oh Mann, oh Mann, Gewicht ist hier entscheidend. Es gibt zwei Sachen, die mich wirklich verwirren. Ich habe nicht auf die Taste gedrückt. Echt krass, was die hier wirklich leisten können. Volle Power, los geht's. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTo TV. Mein Name ist Sebastian und willkommen zum Kampf der Giganten. Bosch gegen Makita, 7 Joule gegen 8 Joule oder auch 6 Kilo gegen 8 Kilo oder auch Procore gegen 40 Volt. Wir werden heute beide Geräte hart testen. Wir werden in Beton bohren, wir werden wieder Beton abreißen, richtig große Mengen und schauen, wer ist schneller, wer ist besser und welches ist einfach das rundum bessere Gerät. Das heute in diesem Video. Wie immer gibt es natürlich heute was zu gewinnen und zwar heute gibt es zwei echte Werkzeug-Fan Edition Croc-Loks. Hier auch mal ein Bild dazu. Und das Ganze kannst du gewinnen, indem du einfach unten in die Kommentare schreibst, was ist denn dein Liebling? Heute also Kampf schon der Giganten, denn mit 6 Kilo oder mit über 8 Kilo hier bei Makita sind da schon keine Leichtgewichte mehr. Und wir werden uns gleich mal anschauen, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen beiden Geräten und dann wird getestet, testet, testet. Wir werden im Beton bohren, wir werden einen Betonblock wieder komplett einreißen mit der Meißelfunktion. Und einer der wichtigsten Dinge für mich persönlich, auch wenn das viele von euch genau anders sehen werden, ist das, was ihr sogar schon hier seht, nämlich bei Bosch ist das Gerät so, dass es einfach so hier stehen kann, zumindest mit hier dem 8 Ampere oder 5 Ampere Procore. Bei Makita keine Chance, ja, also das fällt mal um. Und mich nervt das, das sind so Kleinigkeiten, deswegen musst du den hier immer so hinlegen und der kann hier schön stehen. Ja. Schreibt ruhig mal in die Kommentare, wie ist denn das bei euch, ist euch das wichtig? Aber welche Geräte haben wir eigentlich? Wir haben hier den HR005G und hier haben wir den GBH18V36C. Beide Geräte schon echte Schwergewichte, aber was kosten sie eigentlich? Und so wie der Bosch leichter ist, ist er auch geringer vom Preis. Wir haben hier einen Preis von rund 450 Euro, hier einen Preis von rund 570 Euro. Also weitaus mehr als 100 Euro Unterschied zwischen beiden Geräten. Ob das wirklich gerechtfertigt ist? Das schauen wir uns gleich mal an. Und wie immer findest du unten in der Videobeschreibung einen ehrlichen Preisvergleich, wo du gerade den aktuellen Preis dir mal anschauen kannst, weil letzter Zeit ist es bei dem Makita so gewesen, dass der Preis schon so ein bisschen hoch und runter gegangen ist. Bevor wir weitermachen, schauen wir uns mal die technischen Daten an. Und schaut mal hier habt ihr es wie immer mal eingeblendet und ihr seht eigentlich, da ist gar kein großer Unterschied. 18 Volt, die Umdrehung kann man einstellen, man kann hier, man kann da. Es sind eigentlich eher so die Feinheiten. Die werden wir uns gleich auch mal anschauen, aber eines der wichtigsten Dinge ist das Thema Gewicht. Aber erstmal ein Hinweis, ich möchte wissen, was ist euer Liebling? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare, könnt ihr was gewinnen, aber ihr könnt auch abstimmen und nochmal alle technischen Daten euch anschauen, wenn ihr da oben in den Werkzeugvergleich reinklickt. Hier oben verlinkt oder auch auf gotools.de Werkzeugvergleich, dann geht's los. Denn da hast du folgenden Vorteil, kannst du mal alles dir auf einen Blick anschauen, ja? Und du kannst abstimmen, was ist dein Liebling und vor allem siehst du, was alle anderen abgestimmt haben. Sodass du nochmal sehen kannst, was ist eigentlich der Publikumsliebling. Kommen wir zum Thema Gewicht. Und ich sage euch, hier so 6 Kilo in der Hand, das ist schon eine Ansage. Und damit das Ganze zu führen, das will schon gekonnt werden. Ja? Also insofern, Mann, oh Mann, oh Mann, Gewicht ist hier entscheidend. Denn wir haben hier zwei sehr unterschiedliche Gewichte. Wie mein schlauer Zettel. Und zwar ist es so, das Gerät hier wiegt ohne Akku, ja, also er hier, oh ja, 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 ohne Akku, 5 Kilo. Bin ich jetzt schwach, weil das schwer war? Na egal. 5 Kilo. Wir haben jetzt also 5 Kilo bei dem plus nochmal 1 Kilo für den Akku, den wir drin haben. Ja? Hier 8 Ampere Procore. Zum Thema Procore komme ich auch gleich nochmal. Das heißt, wir haben 6 Kilo. Nochmal wichtig, wir haben 6 Kilo 7 Joule. Hier beim Makita ist es so, wir haben hier ein amtliches Gewicht von rund 7 Kilo. Ja? Also der wiegt 7 Kilo, nicht 5. Plus nochmal der Akku mit 1,3 Kilo, sodass wir bei 8,3 Kilo sind. Ja? Ergo, wir haben schon einen Unterschied hier von 2,3 Kilo in der Hand, ja? Nur von dem Gerät. Und 2,3 Kilo, nur Unterschied ist schon eine ganze Menge. Das sind 2,3 Milchpackungen.
Freunde, nein, Spaß beiseite. Aber es ist schon ein riesen Unterschied, ob du hier einfach 6 Kilo in der Hand hast oder 8,5. Und jetzt lass uns doch mal überlegen. Wir haben hier also 6 Kilo, 7 Joule. Hier haben wir 8,5 Kilo, 8 Joule. Das heißt, vom Verhältnis her ist Bosch auf jeden Fall weit vorne. Zum Thema Akkusystem habe ich hier gleich mal einen Akku geholt. Denn wir haben bei Bosch einen großen Vorteil. Wir haben hier auch einen großen Unterschied zwischen den beiden Geräten. Wir haben hier ein Biturbo Brushless Gerät. Falls du übrigens nicht weißt, was es heißt, ProCore Biturbo Brushless, wie das zusammengehört, warum das gut funktioniert und was die Vorteile sind gegenüber anderen Systemen und Nachteile und so weiter und so fort, das Video dazu verlinke ich dir mal hier oben, da kannst du es genau nochmal von mir erklärt bekommen. So, und der Vorteil hier ist aber folgendes. Wir haben ein Biturbo Brushless Gerät, das heißt, wir haben ein Gerät mit enorm mehr Kraft. Das Gerät hat genauso viel Kraft wie ein kabelgebundenes Gerät. Ja, und ist dabei nicht schwerer. Das ist schon mal gut. Aber der große Vorteil, den wir hier bei Bosch haben, wir haben einen ganz normalen 18 Volt Akku hier. Ja, das heißt, wir haben hier in dem Fall also hier eine normale 18 Volt Akkuaufnahme. Bei Bosch gibt es ja momentan zwei verschiedene Akkusysteme, würde ich so nicht sagen. Es gibt den Standard-Akku, 18 Volt Professional, ja, von Bosch. Und es gibt von Bosch Professional auch noch 18 Volt ProCore. Hier ist es einfach so, dass dieser Akku einfach mehr Energie gleichzeitig rausgeben kann. Und der hier etwas weniger. Schon gut weniger. Der Vorteil von diesem Gerät ist aber, du kannst hier, auch wenn es ein Biturbo Brushless Gerät ist, trotzdem rückwärtskompatibel mit einem alten Akku arbeiten. Ja? Einfach hier, du siehst, kompatibel reinstecken. Das war laut, aber du siehst, es funktioniert. Obacht, er hat nicht die volle Leistung. Das Gerät hat also etwas weniger Leistung mit dem anderen Akkusystem. Okay, also mit dem nicht ProCore Akku. Wichtig ist aber nochmal Folgendes. Und das ist für mich entscheidend. Du selbst, wenn du schon bei Bosch unterwegs bist, wirst wahrscheinlich einen 18-Volt-Akku schon benutzen. Ja? Entweder so ein oder ein ProCore, ja, was du gerade so hast. Aber du hast hier ein Gerät, was mit deinem normalen Akkusystem kompatibel ist. Hier bei Makita ist es so, dass du auf jeden Fall mit 40 Volt ein neues Akkusystem brauchst. Ja? Wenn du erst im 18-Volt-System unterwegs bist. Also hier musst du wirklich sagen, okay, wenn du nur 18 Volt hast, jetzt beiß ich in diese Zitrone und hol mir einen 40 Volt Akku. Und das Ding ist schon groß, das Ding ist schon ganz schön schwer, aber macht auch massiv Power und bringt halt ordentlich Energie ins Gerät. Und du brauchst auch so etwas, um hier richtig Power zu haben. Okay, aber das heißt, du brauchst ein neues Akkusystem. Das ist der Unterschied. Wenn du sowieso bei 40 Volt bist, alles easy, kein Problem, kein Argument für dich. Ja? Ich wollte nur noch mal das hier entsprechend klar machen. Ich sage immer, kauf das Gerät oder kauf das System, was zu dir am besten passt. Ich bin hier eigentlich nur derjenige, der euch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Geräten erzählt. Und dann triffst du eine Entscheidung, was für dich am besten ist. Und jetzt kommt etwas, was sehr, sehr interessant ist, weil das ist eine Kleinigkeit, aber kann für einige von euch sehr, sehr wichtig sein. Und zwar, bei beiden kann man ja die Geschwindigkeit des Geräts einstellen. Ja? So weit, so gut. Aber es ist so, dass man bei Makita das ganz herkömmlich macht. Und zwar habe ich hier hinten die Möglichkeit, an diesem Drehrädchen zu drehen und das nach oben und nach unten zu drehen. Ja? So dass ich genau auch ein haptisches Feedback habe, drehen, fein. Habe ich auch dann entsprechend meine Geschwindigkeit eingestellt. Hier bei Bosch habe ich das nicht. Hier bei Bosch ist es so, dass ich zwar hier eine Taste habe, kann hier auf Auto oder Soft und oder gehen. Aber um das einzustellen, muss ich mein Handy mit dem Gerät verbinden und dann kann ich das in der App einstellen. In der Regel, ja, wir sind Männer, bei uns gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder, naja, ich stelle es auf Soft oder ich stelle es auf Auto, also volle Power, los geht's. Wer aber häufiger das wirklich fein justiert, also wirklich häufig macht, muss bedenken, er muss es hier halt immer mit der App machen. Wenn dich das stört, dann ist vielleicht Makita das bessere Gerät. Welches Thema haben die beide Anti-Kickback? Ja, ich zeige es zur Sicherheit nochmal. Das heißt, das Gerät verhindert, dass es bei einem feststehenden Bohrer hier vorne einfach weiterdreht. Und ich zeige euch das Ganze mal hier so. Ja, hat wunderbar funktioniert. Ja, ich habe diesen ruckartige Bewegung simuliert und er bleibt stehen. Zeigt hier auch eine rote Warnleuchte und bleibt einfach stehen. So, gucken wir mal Makita. Oh ja, das ist schon gleich so leicht. Ja, hier genauso, bleibt stehen und verhindert, dass du entsprechend verdrehst. Super. Es gibt zwei Sachen, die mich wirklich verwirren. Und zwar hier bei Makita stimmt irgendwas nicht.
aber vielleicht habe ich es nicht richtig erkannt, vielleicht sehe ich es nicht richtig, schreibt das mal unten in die Kommentare. Denn Nummer 1 ist es so, dass wir hier bei Bosch, komm ein bisschen dichter, das musst du dir angucken. Bei Bosch gibt es hier den sogenannten Rechts-Links-Lauf. Ich kann also einstellen, ob das Gerät entsprechend so rumläuft oder so rum. Ja? 1, 2 und so weiter. Natürlich kann ich hier das Ganze hier auf Meißeln aufstellen, hier zum Drehen des Meißelns und so weiter. Standard. Das Ganze brauchst du, wenn dein Bohrer sich reingedreht hat und auch mal feststeckt. Einfach nicht mehr so richtig so, da kannst du es umstellen, da kannst du rückwärts laufen lassen und dann kannst du entsprechend es auch besser wieder entfernen aus einem sehr großen oder sehr langen Loch zum Beispiel. Lieber Makita, bin ich total verwirrt, weil es gibt diese Funktion nicht. Also schaut mal hier, da ist nichts. Da ist nur Hämmern, Meißeln, Bohren. Und Bohren ist immer eher vorwärts, ja? Keine Ahnung, also rückwärts bohren geht hier nicht. Rückwärts bohren geht hier nicht. Ne, das geht bei keinem Bohrer. Aber du weißt, was ich meine. Ich habe hier keinen Rückwärtslauf. Nächstes Thema ist folgendes. Und zwar, diese Geräte sind so groß und schwer, damit kann man durchaus mal Abbrucharbeiten machen. Das heißt auch wirklich mal Dinge wegmeißeln. Das werden wir auch gleich ausprobieren. Und wir wollten folgendes machen. Wir wollten hier bei Makita das Ganze feststellen. Das heißt, es automatisch die ganze Zeit durchläuft. Aber dafür haben wir keine Taste gefunden. Es gibt hier oben diese Taste. Das heißt, ich kann das hier rein und raus drücken. Und hier kann ich folgendes machen. Wenn ich es hier hin drücke, dann kann ich das Gerät nicht mehr bedienen. Und wir dachten, kein Problem. Wir nehmen es in die andere Richtung, machen es an und stellen es fest. Schaut mal. Ich habe nicht auf die Taste gedrückt. Das ist so, ich kann das theoretisch machen. Das heißt, ich kann das hier so ein ganz kleines bisschen reindrücken, aber das kann nicht korrekt sein. Nochmal, Moment. Also bei der kleinsten Vibration springt das wieder raus. Das kann nur eine Schlossfunktion sein, also um das Ganze hier zu verriegeln. Ich habe hier nirgendwo an dem Gerät eine Funktion gefunden, wie ich das auf Dauerlauf stellen kann. Wenn ihr wisst, wie es geht, schreibt es mal unten in die Kommentare. Hier bei Bosch, mega easy, gibt es hier einen Schalter. Ja, da kann ich drauf drücken. Und zwar gehe ich jetzt hier auf Meißeln, drücke hier drauf und ihr seht, ich kann nicht abdrücken. Das ist nämlich ein Sicherheitsfeature. Wenn ich aber hier drauf drücke, du siehst, ich habe hier eine Dauerlaufmöglichkeit. Und übrigens, der Knopf ist wirklich dafür da, um entsprechend das Gerät zu sichern. Ich stelle es also auf irgendeine andere Funktion, drücke es hier rein, dann kann ich es so transportieren. Ja? Dafür ist das eigentlich da, dass ich das, wenn ich transportiere, hier nicht draufdrücken kann. Aber du siehst, ich habe die Möglichkeit, es auf Dauerlauf zu stellen und auch ordentlich dann so zu quälen. Und quälen war das Stichwort, dann legen wir jetzt mal los. Wir werden jetzt Folgendes machen. Auch wenn Sie noch größere Bohrer nutzen könnten, werden wir jetzt einen 24er Bohrer nehmen. Ach so, was ich glaube ich noch gar nicht gesagt habe, wir haben hier ja SDS Max Geräte. Ja? Das heißt, wir haben hier keine SDS Plus Aufnahme, mit so einem normalen kleinen bisschen so SDS Plus. Nee. Wir haben hier schön SDS Max. Zack, rein und auch ordentlich Bums hier in der Bude. Und dafür brauchen wir auch eine schön große Aufnahme. Deswegen werden wir Folgendes machen. SDS Max rein und werden einen 24 mm Bohrer nehmen und einfach mal rechts und links im Betonblock ein Loch bohren. Mal gucken, wer schneller ist. Wie wir gesehen haben bei unserem Test, ist es so, dass der Makita schneller war. Wir haben hier beim Bosch so um die 50 Sekunden, hier haben wir so um die 40 Sekunden. Die korrekte Zeit, die wir gemessen haben, wir kommen gerade vom Test und haben das Bildmaterial noch nicht ausgewertet. Die korrekte Zeit findest du einmal hier und einmal da von den beiden Geräten. Du siehst aber, hier war Makita schon etwas schneller. Wobei jetzt für mich aber die Königsdisziplin kommt, nämlich das Abbrechen. Wir haben ja unseren Betonblock, wo wir gerade ein Loch reingebohrt haben und jetzt werden wir den Betonblock
herniederreißen. Und ich bin sehr gespannt, wie schnell das Ganze ging. Wir haben ja schon die nächst kleineren Versionen einmal getestet, den 28DC und den 007G hier von Makita. Und da war es so, dass es einen gehörigen Unterschied gab zwischen den beiden. Und wie wird der Unterschied aber hier sein? Beim letzten Mal war es so, dass Makita etwas vor Bosch war. Wird es jetzt wieder so sein? Das sehen wir jetzt. Das waren aber echt krasse 25 Minuten. Warum 25? Weil die genaue Zeit steht nochmal hier oben. Bosch hat laut unserer Messung mit dem Handy erstmal nur vorher so um die 11 Minuten gebraucht. Makita hat um die 14 Minuten beim Abriss gebraucht. Da ist natürlich auch so ein bisschen immer dabei, naja, wie hält man das, wie viel Glück hat man, wie gut funktioniert das Ganze. Aber wir sehen hier, dass Bosch schon ein kleines bisschen auf jeden Fall die Nase vorn hat. Interessanter, beim letzten Mal war es so im 28DC, dass der Bosch etwas langsamer war und hier hat sich das Ganze jetzt umgekehrt. Interessant ist, dass die beiden Geräte hier mit 7 und 8 Joule wirklich doppelt so schnell waren wie die anderen beiden. Das ist schon echt krass, was die hier wirklich leisten können. Aber wer hat denn jetzt eigentlich gewonnen? Bosch oder Makita? Oder Makita oder Bosch? Oder was ist denn jetzt eigentlich? Schreibt das mal bitte in die Kommentare oder geh auf Werkzeugvergleich und klicke dann dort mal rein. Und denk dran, Kommentare können auch etwas gewinnen. Heute 2 Rockloks, echte Werkzeug-Fan-Edition. Aber hier ist es so, was sind eigentlich nochmal die Unterschiede? Wir haben hier ein 18-Volt-System, was du vielleicht schon hast. Hier hast du ein 40-Volt-System, was du vielleicht noch nicht hast. Wenn das kein Thema für dich ist, egal. Er war beim Bohren schneller, er war beim Meißeln schneller. Musst du ja wissen, was für dich interessanter ist. Hier bin ich sehr gespannt, ob ich das noch unten erfahre in den Kommentaren. Kein Rechts-Links-Lauf, keine Feststellung. Habe ich in beiden Fällen hier. Ist vielleicht aber auch in beiden Fällen eigentlich nicht so wichtig. Wobei ich sagen muss, wenn du länger und immer länger stemmst, dann ist das Feststellen schon irgendwie cool. Ja? Was für mich ein entscheidender Fakt wäre, wenn ich sowieso in beiden Systemen unterwegs bin, also wenn für mich persönlich, ja, wenn ich in beiden Systemen unterwegs bin, alles ist fein, alles ist gut, ich habe alle Akkus, alles, dann würde ich persönlich mich fürs Gewicht entscheiden. Weil Gewicht ist wirklich wichtig. Ob du nun 8 Kilo rumschleppst oder ob du 6 Kilo rumschleppst, das ist ein Riesenunterschied, wenn du sehr viel arbeitest. Wenn du nur sagst, ich möchte mal hart arbeiten können und dann sind das immer nur 3, 4, 5, 6, 7, vielleicht auch mal 10 Löcher, ja, dann ist es egal. Dann kannst du beide Geräte nehmen, das ist eigentlich völlig egal. Wenn du es jeden Tag benutzt, immer wieder, immer und immer und immer wieder, wenn du über lange Zeit arbeitest, sehr lange stemmst und so weiter und so fort, dann denke ich, ist Gewicht entscheidend und hier hätte Bosch auf jeden Fall eine kleine Nase vorn. Man muss aber eine Sache sagen, beide sind absolut fantastische Geräte, die richtig, wie sage ich immer, Bums haben. Ich bin gespannt auf eure Meinung, schreibt es unten in die Kommentare. Jetzt aber erstmal ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.